Hallo und herzlich willkommen im Wald zu einer Review zum Vorklatz Decathlon Waterfilter. Der Name ist ein bisschen schwierig, der ist aber wirklich hervorragend. Das kann ich schon mal als Fazit vorwegnehmen. Er kostet die Hälfte von gängigen anderen Filtersystemen und ist fast genauso gut, in manchen Punkten vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Kommt darauf an, wer ihn anwenden möchte. Habt ihr vor, eine super lange Wanderung zu machen? Dann vielleicht eher nicht. Dann vielleicht lieber zum Beispiel so einen hier, den Katadyn Be Free. Für den Alltag und kleine Spaziergänge oder alles bis 3 Tagestouren, sowas in die Richtung, würde ich fast hier den empfehlen wollen. Der ist einfach für die Praxis ein bisschen besser zu handhaben, sagen wir es mal so. Ja, das vorweg, kommen wir zu den Details. Zunächst mal, das Ding besteht aus 3 Teilen. Es hat erstens einen Deckel, der hat hier einen abnehmbaren Verschluss und eine Trinktülle. Die kann man rausziehen, dann kann man trinken, die kann man reinstecken, dann ist das Ding wieder dicht. Den kannst du natürlich auch abschrauben, Mücke. Und das war's. So viel zum Deckel. Dann kommt das Filterelement zum Vorschein. Das besprechen wir gleich noch im Detail. Das lässt sich hier rausschrauben. Sieht so aus und ist tatsächlich auch der schwerste Teil vom Gesamtkonstrukt. Und dann kommt die Flasche zum Vorschein. Die hat so jetzt keine beweglichen Teile mehr, aber eine nette Handschlaufe. Die ist vor allen Dingen für Radfahrer gedacht. Das Ding sieht nicht umsonst aus wie eine Fahrradflasche. Es kann auch wie eine Fahrradflasche verwendet werden. Dann möchte man vielleicht gerne eine Handschlaufe haben, dass wenn man, während man beim Fahrradfahren trinkt, im Sattel sozusagen, während der Fahrt, die Möglichkeit hat, wenn man mal schnell bremsen muss, dass das Ding nicht sofort runterfällt, sondern halt am Handgelenk hängen bleibt. Das ist so ein bisschen wahrscheinlich der Grund, weshalb es diese Handschlaufe gibt. Flasche ist aus Silikon, lässt sich dadurch sehr, sehr klein verpacken, hat bisher keinerlei Abnutzungserscheinungen, habe das Ding jetzt für ein paar Liter verwendet, macht sich prima, gibt es nichts dran auszusetzen, man kann bis zu 70 Grad heiße Flüssigkeiten einfüllen, Silikon absolut lebensmittelecht, wollte es mal im Wald liegen bleiben, ist auch nicht so schlimm, es zersetzt sich zwar nicht und bleibt ewig liegen, aber es ist auch nicht giftig und kann die Natur nicht weiter schädigen, außer dass es halt da liegt. Ja? Also von daher eigentlich schon recht gutes Material für etwas, was man mit nach draußen nehmen kann. Nicht giftig sein ist schon mal ganz nett. Daher auch lebensmittelecht und alles pipapo und so weiter, BPA-frei sowieso, etc. pp. Da gibt es also wirklich wenig dran auszusetzen. Fassungsvermögen 1 Liter, fertig. Zum Filterelement, weil das ist ja der Elefant im Raum. Anwendung ist folgende. Du schraubst das raus, beziehungsweise machst Deckel ab, schraubst das Filterelement raus, nimmst die Flasche, füllst dir Dreckwasser rein. Dreckwasser da rein. Da nicht Frischwasser rein, es sei denn, man hat sie vorher geputzt, dann kann man das machen. Aber normalerweise da Dreckwasser rein. In das Dreckwasser kommt jetzt das Filterelement. Das zuschrauben und aufpassen, dass kein Dreckwasser oben an das Filterelement gelangt. Ja? Also hier da oben darf nichts dreckig werden. Jetzt nimmt man den Deckel, macht den Deckel drauf. Der Deckel bitte auch nicht mit Schmutzwasser dreckig machen. Der soll auch bitte schön sauber bleiben. Und so fertig. Und jetzt kann man trinken. Alles Wasser, was man jetzt trinkt, wird durch das Filterelement geleitet und quasi wie mit einem sehr, sehr feinen Sieb gesiebtes Wasser sozusagen, gefiltertes Wasser und sämtliche Tierchen und Bakterien, die größer sind als die Öffnungen unseres Siebsystems, was sich hier drin befindet, kommen da nicht durch, ergo können einen nicht krank machen, ergo man kann aus fast jedem Oberflächengewässer, was man in Deutschland so finden kann, einfach hier seine Flasche auffüllen und das Ganze dann trinken. Da gibt es ein paar Ausnahmen und die liegen jetzt folgendermaßen daran, dass die kleinen Röhrchen, die hier drin sind und als Filterelement fungieren, nennt sich Hohlmembranfilter, die haben eine gewisse Größe. Ja? Es gibt aber Krankheitserreger, beziehungsweise Dinge, die ungesund sind, die so fein und klein sind, dass sie durch diese Öffnungen durchpassen. Das sind zum einen Viren und das sind zum anderen chemische Verunreinigungen. Viren können wir finden in Gewässern, die in Menschennähe herumfließen. Ja, das kann zum Beispiel sein, ein Bach, wo sich oben jemand drin gewaschen hat, wo oben jemand im schlimmsten Fall reingepinkelt hat oder andere Dinge hat fallen lassen, ja, oder sonst irgendwie Kontakt zu Menschen, direkter Menschen-Wasser-Kontakt stattfindet. So ein Wasser nicht verwenden. Das könnte gefährlich sein, da hilft auch dieser Filter möglicherweise nicht. Das gleiche gilt für Abwässer aus der Kanalisation, wer aus irgendwelchen Gründen auf die Idee kommt, sollte sowas trinken zu wollen, nicht machen. Ja, und bei den chemischen Verunreinigungen ist vor allen Dingen interessant, irgendwelche Abwässer aus Industrieanlagen auf keinen Fall verwenden. Und vor allen Dingen, und das ist der häufigste Fehler, der gemacht wird, Wässer, die hinterm Acker rumfließen. Ja?
hinterm Acker, wohlgemerkt. Nicht oberhalb vom Acker, solange sie noch gar nicht mit dem Acker in Kontakt gekommen sind, sondern die über den Acker drüber geflossen sind und jetzt runterfließen, nach dem Acker. Da können auch gerne mal Pflanzenschutzmittel im Wasser gelöst sein und die würde man mit diesem Filter auch nicht rausbekommen und würde dann trotzdem krank, auch wenn man den Filter verwendet hat. Das sind die beiden Ausnahmen. Ja, jedes andere Wasser, ein kleiner Bach im Wald, ein kleiner Bach irgendwo in der Feldlandschaft, wo nur Kühe weiden, alles, was Kühe an Krankheitserreger übertragen können, das kriegt der Filter raus. Das ist kein Problem. Also man muss sich von Weideflächen keine Sorgen machen, nur von Acker, wirklich Pflanzenanbau. Ja, wichtig. So, und nachdem man das beachtet hat, fast jedes andere Wasser überhaupt kein Problem. Noch eine Ausnahme, ganz, ganz große Flüsse, da kann man nie wissen, was im Wasser drin ist, weil da alles Mögliche reinfließt und sich das dann da drin möglicherweise konzentriert. Daher würde ich auch nicht aus jedem Bach, der deutlich breiter als 4 Meter ist, beziehungsweise Fluss, dann richtigen Fluss, da wäre ich auch vorsichtig. Ja, aber nachdem man das Ding verwendet hat, Flasche ist leer, wir haben ausgetrunken, wir nehmen das Filterelement raus, wir kommen nach Hause, die Flasche stellen wir irgendwo hin zum Trocknen, so rum am besten, dann fließt es besser ab. Oder stellen sie irgendwie irgendwo ins Geschirrregal oder was wir da halt haben, wo die Flasche trocknen kann, überhaupt kein Problem. Das Filterelement legen wir irgendwo daneben, warten 24 Stunden und danach können wir es irgendwo an einen luftigen Ort zum Deponieren hinpacken. Ja, bitte nicht in eine Schublade oder irgendwie sonst, wo wenig Luft rankommt, sondern irgendwo in ein Regal, in den Küchenschrank von mir aus, sondern eine gewisse Luftzirkulation stattfindet. Und am besten nicht in die Sonne, sondern an einen lichtgeschützten Ort, für den Fall, dass da doch irgendwelche Photosynthese betreibenden Dinge Einzug gehalten haben, im unteren Bereich natürlich, die rausgefiltert wurden, aber jetzt halt noch drin sind und sich am besten nicht weiterentwickeln sollen. Ja. Lebensdauer 1000 Liter bei relativ klarem Wasser, das halte ich für realistisch, das dürfte schon zu erreichen sein. Filtert ihr häufiger mal eine dreckigere Brühe, das geht auch, kann man machen, aber dann reduziert sich die Lebensdauer eben deutlich schneller. Die kann dann bei nur 150 Litern liegen, wenn man wirklich richtig dreckige Brühen oder sogar noch weniger, wenn es so richtig, richtig dreckige Brühen sind, die damit gefiltert werden. Aber trotzdem, man wird nicht krank und im Notfall kann das schon trotzdem sehr lebensrettend sein. Ersatzfilterelemente kosten nicht sehr viel Geld. Ich schreibe es euch da unten hin, wenn ich dran denke. Ansonsten guckt da einfach mal auf der Homepage, wo es auch den Filter selber zu kaufen gibt. Und da muss man einfach regelmäßig das Filterelement austauschen, wenn man ihn häufig verwendet. Wenn man ihn nicht häufig verwendet, dann muss man auch nicht häufig das Filterelement austauschen. Das Ding wird nicht schlechter, wenn es nicht verwendet wird. Das ist ganz entscheidend, solange man es einigermaßen getrocknet, daheim hingelegt hat. Pflegeaufwand hält sich also sehr in Grenzen. So, und das ist es im Grunde. Ja? Der Filter ist also wirklich so einfach, wie es nur irgendwie sein kann, funktioniert für 99% aller Gewässer, die man in Deutschland so finden kann, ist super einfach in der Handhabung, ist super einfach in der Pflege. Es gibt quasi keine Pflege, die notwendig wäre. Und im Fall, dass da doch mal irgendwas sein sollte, dann funktioniert er auch einfach nicht mehr. Also der kann eigentlich fast nicht kaputt sein und du kriegst dann einfach Dreckwasser ab. Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass man aus Versehen Dreckwasser eben nicht nur in die Flasche gefüllt hat, sondern auch ans Mundstück gekommen ist. Also aufpassen beim Flasche unter Wasser halten, dass hinterher kein Wasser außen an der Flasche ans Mundstück gerät, weil damit würde man sich ja dann auch wieder kontaminieren. Ne? Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Bei Frost, also deutlich unter dem Gefrierpunkt, jetzt nicht so mehr oder weniger 0 Grad, sondern so ab minus 3, minus 4, wäre auch wieder gefährlich, weil wenn sich noch Wasser im Filter befindet, kann das gefrieren und durch die Ausdehnung, Wasser dehnt sich ja aus beim Gefrieren, können dann die Porenelemente des Filterelements geweitet werden, weil sich das Wasser da drin ausdehnt. Und hinterher geweitet bleiben. Das heißt, sie sind dann nicht mehr so klein, dass sie sämtliche Bakterien und Ähnliches rausfiltern. Und damit ist der Filter de facto dann auch unbrauchbar. Also bei Frost entweder zu Hause lassen oder in der Hosentasche, zumindest das Filterelement, bis man es braucht, in der Hosentasche transportieren, hinterher wieder rausschrauben, wieder in die Hosentasche stecken. So in dem Stil. Ne? Einfach damit es an einem warmen Ort bleibt, während man damit draußen unterwegs ist. Das muss man einfach noch wissen. So, und das war's dann aber auch mit Sicherheitshinweisen. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Wirklich ein super Produkt. Ich bin total begeistert. Qualität sehr überzeugend. Preislich, wie gesagt, die Hälfte von dem, was die anderen Dinger am Markt so kosten ungefähr. Und durch die Flaschenform finde ich das auch wirklich noch super, super praktisch. Es ist lediglich ein bisschen schwerer als Konkurrenzprodukte. Aber für wem die 50 Gramm egal sind oder von mir aus die 100 Gramm, die das Ding schwerer ist, nur zu. Ja, also wirklich absolute Empfehlung. Tolle Flasche für jeden Wanderer oder Radfahrer, der einfach zwischendurch mal sein Wasser vor Ort auffüllen möchte. Das war's. Bedanke mich. Macht's gut.